Neulich gab die Regierung bekannt, dass der Einzelhandel in den Innenstädten nachts nicht mehr beleuchtet werden darf. Was genau ist damit gemeint? Was ist verboten? Wie sollen die Geschäfte, die Einzelhändler, die Gastronomen und die ganzen Cafés jetzt für ihr Geschäft werben? Und wie soll man sich in dieser Zeit auf Weihnachten vorbereiten? Lassen Sie uns zusammen eine Lösung finden. Hallo zusammen, mein Name ist Eugen Riss und das ist der Kanal GoboPro.de. Bei uns besprechen wir alles über Gobo-Projektionen und Lichtlösungen für Unternehmen. Abonniert unser Kanal und los geht's! Ab September wird gespart. Dann soll eine Verordnung in Kraft treten, die es untersagt, öffentliche Gebäude und Einzelhandel in den Innenstädten nachts ab 22 Uhr bis 6 Uhr morgens zu beleuchten. Diese Verordnung kommt vom Wirtschaftsministerium unter Robert Habeck, dem Wirtschaftsminister Grüne. Dann darf nur die Sicherheits- und die Notbeleuchtung an sein. Der Verband der Einzelhändler warnt aber jetzt schon davor, dass es zu Sicherheitsproblemen kommen könnte. Denn wenn in den Innenstädten nachts dunkel ist, kann es zu mutwilliger Zerstörung und Vandalismus kommen. Das Wirtschaftsministerium empfiehlt aber allen Stromverbrauchern auf LED-Technik, auf effiziente Technik umzusteigen. Übrigens, die Quellenangaben, die ganzen Links, findet ihr in der Beschreibung. Und was meint ihr dazu? Schreibt uns in den Kommentaren, was eure Meinung zu dem ganzen Thema ist und wie ihr eine Lösung finden möchtet, wenn ihr ein Geschäft habt, wenn ihr davon betroffen seid. I'll switch things up now. Let's see how we do this. How's everybody doing tonight? You guys good? Everyone good? Warum wir darüber sprechen? Wir machen Lichtprojektionen wie diese hier an der Wand. Diese Technik ermöglicht es uns und unseren Kunden, effizient und effektiv Kundenblicke auf sich zu ziehen. Das heißt, mit dieser Projektion, die nur ca. 20 Watt in der Stunde verbraucht, werden Sie in der Innenstadt sichtbar, garantiert. Farben können Sie selber aussuchen, Motive auch. Und Sie bekommen eine Projektion in dieser HD-Qualität. Sie können sich dann damit selber ausrechnen, wie viel sparsamer diese Projektion im Vergleich zu einer großen Lichtreklame ist und effektiver. Denn die meisten Menschen, vor allem auch Junge, die durch die Innenstadt spazieren, schauen auf den Boden, auf ihrem Smartphone und sehen oben die ganze Lichtwerbung nicht. Aber sie sehen dann ihre Botschaft, die auf dem Boden leuchtet. Und wenn dann im Oktober oder November die Vorweihnachtszeit kommt, können Sie gerne ein anderes Bild einsetzen und haben somit nicht nur eine Aktion, sondern auch einen Glückwunsch zu Weihnachten und dann zu Silvester. Denn die Bilder lassen sich jederzeit austauschen. Wie hört sich das an für Sie? Lasst uns einen Kommentar und Ihre Meinung. Und bis bald im neuen Video.